Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Liebe Leute, ich habe heute ganz viele Fragen, die ich euch beantworten werde, denn ihr habt auf Instagram ordentlich Fragen. Auf jeden Fall habe ich dort ganz viele Fragen gefunden und möchte diese heute hier beantworten. Meine nette Assistentin Bianca, ja, die hat mir einige rausgesucht, hoffe ich. Wenn nicht, hat sie ihren Job komplett verkackt. Das war ihre Aufgabe. Sollte nicht allzu schwer gewesen sein, denn es wurden viele Tausende gestellt. Richtig. Erstmal, bevor es losgeht, mein Tipp der Woche: Er braucht eine Limette und Sprudelwasser. Dann zerquetschen, ein Stückchen, und dann habt ihr einfach nicht so ein Zuckerzeug, wisst ihr? Und schmeckt trotzdem so wie eine Zitronenlimonade. War nicht so cool, der Tipp. Danke, Juli, für den Tipp. Man haut so viel Zucker in sich rein. Ich dachte, ich spreade mal einen coolen DIY-Tipp, den sich auch keiner hätte selbst... Okay, mach. Okay, Frage Nummer 1. Stell dir vor, dein Leben ist ein YouTube-Video. Würdest du schneiden, vorspulen, zurückspulen oder anhalten? Scheiße, das geht ja direkt voll deep hier los. Wenn mein Leben ein YouTube-Video wäre, ob ich... Würdest du es schneiden, vorspulen, zurückspulen oder anhalten? Also, die Frage ist schwer. Ich denke mir einerseits, vorspulen würde ich auf gar keinen Fall. Das auf überhaupt gar keinen Fall und spulen eh nicht. Also könnte ich mir immer neu aussuchen, ob ich was... Stell dir vor, du stolperst, fliegst voll auf die Nase, brichst deinen Arm. Kannst einfach zurückspulen, rausschneiden und dann vorspulen wieder. Also du darfst dir eine Eigenschaft aussuchen. Eine darf ich mir raussuchen, dann würde ich zurückspulen nehmen. Aber ich muss da nicht dauerhaft zurückspulen. Nein. Ich kann dann einfach zurück und dann... Aber ja, ich würde zurückspulen machen. Vielleicht wäre es auch schlau, gar nichts zu machen. Aber ich würde zurückspulen, dann könnte ich einige Dinge... vielleicht besser machen. Dann, was war deine schlechteste Note in der Schule? Meine schlechteste Note, das habe ich sogar einmal erzählt. Ich habe einmal in Sport, das war in der 5., 6. Klasse, da wurde ich so unter Wasser gedrückt. Und das habe ich verweigert, da habe ich eine 6 bekommen. Ich habe mal im Physiktest... Du wurdest unter Wasser gedrückt? Ja, mein Lehrer, der meinte, stell dich nicht so an. Und dann hat er mich unter Wasser gedrückt, der... Du warst ein Arsch. Richtiger Arsch. Boah, war der nicht auch der immer in die Mädchen... und Ja. Komm. War es das mit der Antwort? Dann nee, ich hab einmal im Physiktest, ich habe eine 5 minus oder eine 6, weil ich wirklich nur meinen Namen richtig hatte. Das hat dann irgendwie noch so einen Punkt gegeben, das war richtig traurig. Ja, bin ich nicht stolz drauf. Okay, dann bisschen nächste gleich. Frage, ja? Die Anita möchte wissen. Anita. Wie fühlt es sich für dich an zu wissen, dass du bald Papa wirst? Erstmal ganz viele Grüße an die Anita. Boah ja, als könnte man diese Frage jetzt einfach in so einem Satz sagen. Seitdem ich das erfahren habe, weil irgendwie, ja ich kann es auch nicht sagen, alles anders, aber man nimmt Dinge ganz anders wahr und man freut sich einfach so. Man checkt, glaube ich, so ein bisschen mehr den Sinn des Lebens. Aber verstehst du, dass du Papa wirst? Nee, oder? Nee, gar nicht. Also wenn ich an Bibis Bauch drücke und dann kommt dann plötzlich eine Antwort und ich weiß es nicht. Ich glaube, man wird es erst wirklich richtig verstehen, wenn man das Baby dann im Arm hält und ja, also, nee, verstanden habe ich es, glaube ich, noch nicht so wirklich, aber ich freue mich. Dann hat ein anderes Mädchen geschrieben, wie war die Reaktion, wie du das Baby per Ultraschall das erste Mal gesehen hast? Das dachte ich mir, dass da ganz viele Fragen über das Baby kommen. Ja. Meine erste Reaktion, als ich das Baby per Ultraschall gesehen habe, soll ich die Geschichte mal erzählen? Ja, kannst du mal. Das war in der zweiten Woche, ne? Nee, da war es doch bestimmt die fünfte. Ja. Auf jeden Fall waren wir da das erste Mal beim Frauenarzt. Und dann meinte ich so, ist das das Baby? So voll ausgefliegt. So, nee, das ist die Frucht. Nee, das ist die Gebärmutter, ne? Ja, irgendwie irgendwas richtig anderes. So ein ganz kleiner Fleck. Ich so, oh, mein Kind. So. Also das war der erste Ultraschall. Der war eher nichts aussagend. Das war natürlich trotzdem verrückt, aber es war halt eher wie so ein Reiskorn. Ich glaube, dass das wirklich das Krasse war, als man den Herzschlag gehört hat. Das war ja auch irgendwie auch drei, vier Wochen später, in der 8., 9. Woche. Ja. Das war, glaube ich, das Krasseste. Okay, und wenn man dann das Baby sieht und das bewegt sich, wie jetzt bei den Ultraschallaufnahmen, hey, ist das Krasseste überhaupt. Ja. Versteht man gar nicht, dass das überhaupt irgendwie... Kann ich eine Stunde drüber reden. Viel zu süß. Julian, erzähl uns doch mal, was war dein Fail der Woche? Mein Fail der Woche? Ja gut, als könnte ich mir jetzt einfach so ein Fail der Woche aussuchen. Ist ja nicht so, soll ich so ein Ranking machen oder reizt der Person, dass ich nur die Top 3 mache? Nein, einfach irgendwas mein Fail der Woche. Blödes, was dir passiert ist. Ich habe meine Schuhe... Ah nee, wir haben vor ein paar Tagen in Holland... Habe ich mir so eine Tomate für den Balkon gekauft. Da waren schon reife Tomaten dran. Dann habe ich die so gegossen und dachte so, boah, jetzt gönnst du dir so eine richtige frische Tomate von deinem Balkon. Ich habe noch nie so eine ekelhafte Tomate gegessen. Boah, die war so ekelhaft. Ich züchte also ekelhafte Tomaten auf meinem Balkon. Das ist, glaube ich, schon ein Fail der Woche wert, oder? Ja, aber dafür sind die Paprikas lecker, die du gekauft Paprikas hast. Paprikas habe ich auch, ja. Schaut mal auf Insta-Story vorbei. Wer kann sich noch an Julans Kräuterschuhe erinnern? Nee, kommen wir auch. Beschreibe dein Gefühl, was du jetzt gerade hast, in genau 3 Emojis. Jetzt gerade? Jetzt in der Sekunde. Ich würde auf jeden Fall, gibt es so einen schwitzenden Emoji? Ja, bestimmt. Du kannst sie immer einblenden dann jetzt. Entweder der mit der Schweißperle, obwohl der heißt auch schon so ein bisschen, Glück gehabt, so, ne?
Ja, dann würde ich vielleicht diesen erröteten, weil mir gerade unfassbar heiß ist. Wir haben voll krass heiß und hier sind noch die beiden Lichter auf mich. Dann würde ich irgendeinen nehmen, der sich übertrieben krass freut. Den mit den Herzaugen. Den mit den Herzaugen würde ich nehmen. Wenn ich noch einen nehmen müsste, dann würde ich einen Baby-Smiley nehmen, weil der gerade einfach zu meiner Stimmung passt, weil alles gerade sich nur um das Baby dreht. Süß. Dann möchte jemand wissen, ihr seid schon so viel gereist. Gibt es da noch ein Reiseziel, das euch interessiert? Es gibt immer Reiseziele, die einen interessieren. Gerade wenn man viel gereist ist, finde ich, sieht man, wie unfassbar schön das ist und wie glücklich man sich schätzen kann, so viel zu sehen. Und gerade dann kann man davon nicht genug kriegen. Reisen ist irgendwie wie so eine Sucht. Aber ich glaube, so das Reiseziel, wo ich so unbedingt mal hin möchte, ist, glaube ich, Hawaii. Ich weiß auch nicht, wieso. Es stellt mir einfach, haben noch nie irgendwie da es wirklich mit beschäftigt. Aber ich glaube, nach Hawaii würde ich wirklich gerne. Dann passend zu der Frage hat jemand gefragt, werdet ihr mit dem Kind genauso viel reisen wie vorher? Wie vorher mit dem Kind? Ja, das ist eine Frage. Ich habe keine Ahnung. Das Kind ist nicht da. Ich weiß nicht, wie das Kind darauf reagiert. Wenn das Kind da ist, werde ich auf jeden Fall erstmal nicht reisen, weil ich dann erstmal mich voll auf das Kind konzentrieren möchte. Ich muss auf jeden Fall ruhig angehen und... Ich glaube, sowas kann man erst beantworten, wenn es dann auch wirklich da ist und passiert ist. Ja. Die Lucy möchte gerne wissen... voll der schöne Name. Ist echt ein schöner Name. Bist du 1% dumm oder bist du 1% klug? 1% dumm bin ich. Sehr gut, Julian. Dann geht es weiter. Und aber eigentlich bin ich ja auch 1% klug, weil selbst wenn ich 99% klug bin, bin ich ja auch 1% klug. Das heißt, ich hätte eigentlich gar nicht falsch angefangen. Boah, du Klugscheißer. Mhm. So, die Juli725 fragt, was passiert eigentlich mit euren Geckos, wenn das Baby in eurem Arbeitszimmer einzieht? Das haben übrigens mehrere Leute gefragt. Ja, da hat die Juli auf jeden Fall mal krass in das Problem reingestochen. Denn, wie ihr wisst, leben wir in einer Wohnung und wir haben halt das Zimmer, wo jetzt die Geckos stehen, also unser Arbeitszimmer, machen wir zum Babyzimmer. Wir werden bald ein, oder haben schon ein Büro. Da werden wir alle Sachen fürs Büro reinpacken. Das heißt, das ist schon mal alles raus. Aber die Geckos, wir haben kurzzeitig überlegt, die ins Büro zu stellen, aber irgendwie finden wir es nicht cool, weil die auch jeden Tag Wasser brauchen und dann gerät man nachher in Vergessenheit oder sowas. Das möchten wir nicht. Wir haben jetzt überlegt, auch wenn es eher eine Zwischenlösung sein soll, die in den Flur zu stellen. Das würde passen. Der Gang würde sich dadurch 30% verringern. Also man hätte schon ein bisschen enger dann hier im Flur. Ich weiß nicht, ob ihr unsere Wohnung gerade im Kopf habt. Das ist auf jeden Fall eine Zwischenlösung. Da möchten wir uns irgendwas Besseres einfallen lassen. Ja, oder sonst ins Wohnzimmer halt. Wenn ihr eine Idee habt, wo wir die Geckos hinstellen können, abgeben steht auf jeden Fall nicht zur Debatte. Boah, dann hat mein Kind automatisch Haustiere, fällt mir gerade ein. Wie geil ist das denn? Ja, vor allem, die werden ja auch noch ein paar Jährchen. Dann hat jemand gefragt, streitet ihr euch in letzter Zeit häufiger oder eher weniger? In letzter Zeit streiten wir uns absolut weniger. Also wir haben uns wirklich nie krass gestritten. Ich glaube, sonst wären wir auch nicht so lange zusammen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich enorm Rücksicht nehme. Nee, also am Anfang der Schwangerschaft war die Bibi schon oft sehr gereizt und das lag auch daran, dass die dann irgendwie immer Hunger hatte, dann hat die wieder keinen Hunger, dann musste sich dann da übergeben, dann das. Das hätte mir wahrscheinlich genauso mindestens so krass schlechte Laune gemacht. Darum habe ich das schon verstanden. Eigentlich haben wir uns seit der Schwangerschaft keinmal gestritten. Ich habe zwar einmal gesagt, ey komm, mach mal ein bisschen halblang, jetzt ja, lass mal so ein bisschen zusammenfinden. Ich glaube, wir harmonieren seitdem noch viel besser und halt noch mehr zusammen, also definitiv weniger. Süß. So, wenn du einen 100 Euro Online... Jetzt pass gut auf, Julian. Okay, wenn du einen 100 Euro Online-Gutschein für alle Webseiten dieser Welt bekommen würdest, der aber nur eine Minute gültig wäre, was würdest du dir bestellen? Was ist das Erste, woran du denkst? Was würdest du dir bestellen? Wenn ich hätte nur eine Minute... Du hast, ich habe jetzt einen PC, habe 100 Euro Gutschein... Eine Minute, dann würde ich mir einen 100-Euro-Gutschein von einem Elektroladen kaufen. Hä? Weil ich mich so schnell nicht entscheiden könnte. Man kann sich doch Gutschein online bestellen. Das ist ja voll schlau. Ja. Oder so ein Amazon 100-Euro-Gutschein, da kannst du auch alles bestellen. Das wäre noch schlauer. Aber wenn man das nicht dürfte, dann wäre ich, glaube ich, hart aufgeschmissen. Ich müsste jetzt anfangen. Ich würde jetzt googeln, dann würde ich... Erstmal überlegen, was ist ungefähr 100 Euro? Was ist 100 Euro wert? Ich habe ja auch keinen Bock, da nur 40 auszugeben, wenn ich 100 frei hätte. Ich würde mir Sprudelwasser bestellen. Was? Willst du mich verarschen? Wasser braucht man immer. Ich würde ganz viel Wasser bestellen. Ich hätte Zeit gehabt und ich habe mir Wasser bestellt. Mega. Dann kommen wir zur Frage von der Puppi. Die möchte gerne wissen, ob wir auch das Kinderzimmer den Leuten zeigen werden. Ja, warum denn nicht? Ja. Also momentan ist es halt noch kein Kinderzimmer. Momentan stehen ja die ganzen Bürosachen noch drin. Ich hatte eben schon angesprochen, wir haben ein neues Büro und werden dann da alles reinräumen. Also wird da jetzt Platz sein. Ja, es wäre aber, glaube ich, schon ein Video wert. Ihr könnt ja mal einen Daumen nach oben geben, wenn ihr Bock habt, dass wir euch mal das Kinderzimmer zeigen. Also das wird definitiv jetzt nicht diesen oder wahrscheinlich auch nicht nächsten Monat passieren. Ich hätte Bock drauf. Wir haben jetzt schon so Bilder bestellt.
aufgestellt für die Wand mit so einem Elefanten und so Luftballons und haben da jetzt auch schon... Ach, wir haben schon ein paar Sachen da drin stehen, das stimmt schon, aber die stehen eher provisorisch einfach mitten im Raum und da ist jetzt noch nicht wirklich was aufsortiert oder so, das heißt, es würde jetzt noch keinen Sinn machen. Ja, nächste Frage bitte. Das war die letzte Frage. Ja. Danke, liebe Puppi, für diese Frage und allgemein danke euch allen für alles. Und für die Fragen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Gebt mir gerne noch mal einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt, yo, dreh noch mal öfters so Fragen. Also wenn ich die Anzahl eurer Fragen gesehen habe, ich habe es mir ja nicht durchgelesen, aber da könnte man schon den ein oder anderen Teil, der ungefähr 18 Jahre dauert, noch drehen. Aber ja, lasst es mich unbedingt wissen und dann würde ich sagen, schaltet jetzt in Bibis Video rein. Bibi hat nämlich ein neues Video hochgeladen. Verlinke ich euch ganz frech in der ersten, jetzt habe ich einen absoluten Dreher. Verlinke ich euch in der Infobox, schaltet da unbedingt vorbei, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, habt eine wunderbare Zeit und tschüss!